Ich habe übrigens einen neuen Liebhaber. Wer ist denn? Ich sag's nicht der Presse, nur guten Freunden wie dir jetzt. Hallo liebe Filmfreunde, herzlich willkommen wieder zu eurem Nicky-Event-Magazin. Heute befinden wir uns in Düsseldorf und berichten von dem Film-Event überhaupt. Siegend wird hier vorgestellt und wir treffen dort die Hauptdarsteller zu einem exklusiven, naja, fast exklusiven Interview. Und das mache ich nur für euch. Am roten Teppich und machen und auf die hochkarätigen versprochenen Stars. Und hier sind schon mal einige Schauspielerinnen, ja, wie zum Beispiel Frau Schöneberger. Frau Schöneberger! Da ist auch nicht, das ist Frau Schöneberger, guck mal. Könnten Sie mal kommen, Sie haben aber so schön abgenommen, gerade das Kind bekommen, direkt abgenommen. Das ist richtig, ja. Ich habe übrigens einen neuen Liebhaber. Wer ist denn? Ich sag's nicht der Presse, nur guten Freunden wie dir jetzt. Okay, weiß der Semmelrogge das? Das weiß der Semmelrogge und ich hoffe, Karl Dall bekennt sich bald auch zu mir. Das ist aber mein uneheliches Kind, der Dall, ja? Ja, also auf das Alter habe ich dich auch geschätzt, so Mitte, Ende 80, ne? Und damit ist deine Karriere bei mir schon zu Ende wieder, ne? Was spielst du denn in dem Film? Lass uns mal richtig ehrlich sein. Wer bist du eigentlich in dem Film? Du bist die Ella? Nee, die bist denn die Frau Wilma Ellis, bist du nicht? Ich bin nicht die Wilma Ellis, die kommt ja gleich im Glitzerkleid ganz wunderschön hier rein. Ich spiele die Physikerin Pia Braun und mein Name ist Carmen Henschel. Was spielst du denn da? Du bist eine Psychopathin oder du bist bestimmt das erste Mordopfer? Nein, Psychopathin ist das Private. In dem Film spielen... Von was seid ihr überhaupt? Ich rede mich hier gerade um Kopf und Kragen. Das ist damit der Karriere zu Ende jetzt. Ja, das ist eine ganz interessante Rolle, weil es ist eigentlich eine Wissenschaftlerin, also die ist eigentlich sehr gehalten und so sehr straight und tough und dann... Naja, dann lässt sie sich verführen, sag ich mal, im Laufe des Films. Also da passiert noch was, wird auch gespannt sein. Und ich lass raten, das wird dein Verhängnis werden. Es wird mein Verhängnis, ja. Der Kalkofe ist da! Nein, nein, Diva Simon Craig, hallo. Bist du auch im Film zu sehen oder bist du einfach nur hier Gast? Ich bin Gast, und jetzt bin Special Guest, und bei so einer VIP-Veranstaltung muss die Diva dabei sein. Toll, oder? Man knüpft mal da Connections? Bitte? Knüpft man hier Connections vielleicht für ein neues Projekt? Natürlich, natürlich. Ich meine, Martin und ich, wir kennen uns auch schon ziemlich lange irgendwie und Tom Bacall und... Naja, man knüpft schon Kontakte, irgendwie. Das muss so sein. Man denkt mal so, mit wem müsste man jetzt schlafen, um im nächsten Film zu sein? Denkt man schon, oder? Das sage ich jetzt nicht, auch mit Martin vielleicht. Der Tom ist da! Guten Tag, guten Tag. Der Dio-Roller von RTL. Ehemals. Was kannst du außer Kleider tragen? Ja, ich bin Schauspielerin. Hm? Das ist jetzt mein 8. Kinofilm und ich spiele in einer TV-Serie in der Türkei in Istanbul. Hm? Elvegat Yazamanki. Ganz tolle Serie, die ist jetzt in 70 Länder verkauft. Ja. Und ja, und jetzt ist es sehr schön, auch mal hier wieder in der Heimat zu sein. Quasi meine Eltern sind hier, ist was ganz anderes als jetzt in Istanbul. Ja. Da sind solche Abende häufiger und jetzt hier eben Premiere. Und ist nicht, finde ich, sehr Stress auf dem roten Teppich, weil man sieht ja, ihr werdet ja hin und her gestupst von den Fotografen, guckt hier, lächelt da. Ist es nicht das anstrengend? Naja, für jeder Beruf hat halt so seine Seiten und das gehört eben zum Beruf Schauspielen dazu. Natürlich ist ein Film harte Arbeit und dann manchmal sind wir nachts im Kalten, im Schlamm und drehen und dann ist das jetzt mal eine andere Abwechslung. Wir sind geblendet. Nicht nur vom Kleid, woher ist das Kleid? Würde jetzt Frau Kolude mich fragen. Das ist ganz witzig, das ist von der Rita Laguna. Ja. Und ich bin für die Modenschauen gelaufen früher und die hat den Film ausgestattet. Und ich habe halt diesen Kontakt hergestellt und Rita Laguna macht großartige Kleider, die werdet ihr jetzt den ganzen Film übersehen. Der Film lohnt sich unbedingt anzuschauen. Sie ist ein ganz herausragender Film, ganz besonders und ich würde sagen so in Richtung David Lynch geht das. Wir greifen hoch, wir sind gespannt. Unbedingt anschauen, wirklich. Aber geht rein, nicht nur wegen der Dame hier. Sieht man jetzt schon das Spektakel, was hier ist, das ist ein Anfang. Der Film explodiert. Alles, was zählt. Was machst du jetzt hier bei der Premiere? Ja, ich bin mit dem Regisseur befreundet und er hat gefragt, ob ich komme. Und jetzt habe ich gesagt, ja, ich komme. Und jetzt bin ich hier. Bist du auch so gespannt?
Sehr, sehr. Ist ein bisschen mystisch, das weiß ich. Bin sehr gespannt. Sind ja sensationelle Schauspieler da drin, dabei. Bin sehr gespannt. Vor allem die Ladies, die hier sind, die sind ja richtig schick. Welche meinst du jetzt? Wir hatten gerade die Wilma, die war sehr schnieke. Wilma sieht sowieso sensationell aus, das weißt du doch. Oder die Fiona Erdmann, ja? Der Name. Fiona ist hier. Die Fiona ist da, ja. Sie sieht aus wie Fiona. Nee. Sandra Schöneberger, die war auch schon da, ja. Ja? Ja. Aber die sind reingerannt, oder was? Die sind reingerannt, nachdem ich ein Interview geführt habe. Ja, okay. Fiona Erdmann muss dabei sein. Bist du Fiona Erdmann? Nein. Und jetzt, wie ist denn da? Wer ist denn? Hallo. Hallo. Ich bin Irina Wolf. Hi. Hey. Was machst du denn hier? Ich bin auch Schauspielerin. Ich wollte mal vorbeischauen. Hi. Welchen Film habt ihr nicht mal gesehen? Ich habe letztes Jahr in der Verboten Liebe mitgespielt und bei Alles, was zählt, da vielleicht. Alles, was zählt. Nein. Ja. Alles, was zählt, mitgespielt? Ja, habe ich. Was hast du da gespielt? Ich habe eine Tanzschülerin gespielt und musste meinen Tanzlehrer verführen. Die Klassiker halt, ja? Die halt, ne? Worum geht's in dem Film? Worauf dürfen wir uns jetzt freuen? Lasst euch überraschen. Da werden die Zuschauer jetzt nicht einschalten. Was soll das so sein? Tja. In die Apokalypse geht es, um Satan, um Gott und um dass die Erde verlassen werden soll und ein Psychiater in meiner Person, der dann eingreifen soll und die Hauptdarstellerin, die wird sozusagen gespritzt von mir. War ein bisschen psychedelisch das Ganze, ja. Aber guck mal, jetzt bekomme ich langsam feuchte Finger. Mir geht gerade ein bisschen die Pumpe. Das glaube ich. Aber hallo. Kindersender. Oh, Kindersender ist ein ganz kleiner Kika. Natürlich. Ich hatte immer Angst damals vor Ihnen als Kind, wenn wir bei Kindern schon sind. Muss ja immer noch haben. Echt? Ja. Nee, ich habe mich ja nicht verändert. Du bist ein bisschen größer geworden. Stimmt, ein bisschen proper. Wie wichtig ist überhaupt Aussehen in der Medienbranche? Machen Sie mir mal Mut. Schwer, dir Mut zu machen, ist jetzt sehr schwer. Du musst ja dir ein Genre erstmal erkämpfen. Ne? Entweder bist du jetzt so der Harte oder bist du der Softie, bist der Hübsche. Wir haben zwei hier, Uwe Fellensieg und Fabi Olka ist ein ganz hübscher. Mhm. Und bei dir bist du so ein bisschen, entweder machst du auch Bud Spencer, musst du mehr trainieren oder bist du der Lustige. Da muss ich auch trainieren. Der lustige Typ von nebenan. Aber was ich auch sagen wollte, das komme ich wieder voran vom Thema. Ich hatte wirklich Angst damals als Kind vor ihm. Ja. Ich musste mit meiner Mutter immer der König von St. Pauli gucken. Ja, das ist ja richtig so. Und da habe ich gedacht, den möchte ich aber nie begegnen, privat. Jetzt stehen sie vor mir und meine Pumpe, wenn sie fühlen wollen, meine Pumpe. Du bist stolz, oder? Ne? Und das sitzt deine Mutti sofort. Ne? Du rufst gleich die Mutti an. Ne? Aber es geht leider nicht bei meiner Mutti. Aber das ist ja jetzt das Thema, wo wir es runterziehen, ja. Wenn Sie mir jetzt ins Promi-Buch schreiben würden, dann wären Sie der erste A-Promi, ja, bei den ganzen C-Promis. Würden Sie das machen? Würden Sie das machen? Für meine Zuschauer, weil das Buch können die Zuschauer irgendwann, ja, gewinnen. Ja, klar, logisch. Okay. Also Sie gucken aber nicht nach, wer schon reingeschrieben hat. Das wäre jetzt für Sie, glaube ich, sehr peinlich, also da reinschreiben zu müssen. Aber hier. Hallo. Helmut Berger. Nein, ist natürlich nicht Helmut Berger. Oh, hey, so sieht das bei der Premiere aus, wenn die ganzen Promis hier umsonst laufen und fressen. Ja, aber die verdienen ja auch so wenig. Die müssen natürlich alles für Lau hier haben. Dustin Semmelrock. Hey. Na, natürlich. Geht aufs Welt. Ich war echt großer Fan damals von dir. Aber du kannst das nicht mehr hören, sehr wahrscheinlich. Ja, so, ja. Geht aufs Welt war eine schöne Zeit, doch. Du warst ein Außenbilder. Waren die goldenen Zeiten, sagen wir mal so. Wir suchen eigentlich den Vater, jetzt haben wir was Besseres erwischt. Die sind nicht. Ja, Papa ist aber auch hier. Heute gucke ich den Papa ja an. Bist du da nicht mit? Nee, ich bin nicht dabei in dem Film. Nee. Also heute gucke ich den Papa und die Kollegen und ja, ich wünsche denen eine gute Vorstellung, eine gute Premiere. Aber ist natürlich sehr rar besät hier alles. Ist natürlich nicht so eine Filmpremiere wie in Berlin. Ist das egal? Nee, wer will denn nach Berlin? Nicht aufzeigen draußen. Da zeigen schon Tausende von auf. Ja, Berliner, da könnt ihr euch noch eine Scheibe von abschneiden. Also im Rheinland, da geht einiges. Nee, also super. Nee, Berlin, I love it, aber... Es geht sich gar nicht so aus. Ja, nee, die Berliner mögen mich gerade nicht mehr. Heute ist der Teufel und der liebe Gott in Düsseldorf, sagen wir mal so. Stimmt. Was bist du im Endeffekt? Du bist endlich mehr der Teufel, oder? Ja, ich bin der kleine Teufel. Ich habe einen kleinen Teufel in der Hose, sagen wir mal. Er ist so klein, das tut mir leid. Sag mal, ja, der wird dann auch, der fährt das Horn aus, wenn der richtige Engel kommt, verstehst? Ah, hallo. Sie können aus hässlich schön machen. Da wollte ich mich jetzt bei Ihnen mal bewerben. Bei mir.
Sie können das hässlich schön machen. Wir haben schon gehört, Sie können das hässlich schön machen. Die Kollegen von RTL 2 arbeiten so. Ich bin der Falsche. Mein Gesprächspartner da. Ach, Sie sind der Falsche? Der macht ja nur aus hässlich schön. Ja. Schön aus, einer macht was schön, alles schön. Sie sind doch, Sie können aus hässlich schön machen. Ja, und wie? Und dann, guck mal, was ich mit schönen Mädchen, hässliche Mädchen mache. Die waren früher ganz schön, die beiden. Und dann geben sie mich kennen, ist alles vorbei. Das ist ja ein besonderer Charme, dafür lieben wir ihn. Dafür gibt es aber Sexentzug, oder? Aber selbstverständlich. Ja, drei Wochen. Meine. Ich bin der Hexenmeister. Gibt es sehr viele Autogramme? Und wo gibt es Autogramme? Da kennen die Leute dich hier noch? Ja, natürlich, ne? Ja, so ein paar erkennen mich schon noch, ja, also die richtigen, sagen wir mal so, weißt du, also... Da sagen die schon, ey, Winterfeld! Nee, also... Aber das sagen die jetzt nicht mehr zu dir. Doch, manchmal schon. Die sagen auch noch andere Sachen, hier Boxen oder was nicht. Hast du mal Boxen gemacht? Stimmt, du hast Promi-Boxen gemacht, war das mal so? Ja, hab ich auch mal. Nee, aber ich mache jetzt andere Sachen, ich spiele Theater. Ach so, ja, was denn? Ich spiele jetzt mit Martin bald zusammen die Toten Augen von London beim Walter Ulrich im Kleintheater in Bonn, der Mike-Freilich-Bühne. Piraten-Open-Air nennt sich das. Das ist sowas wie Bad Segeberg, nur richtig wilde Piraten, also Johnny Depp-Style so. Und dann spiele ich in Braunschweig noch Theater beim Florian Battermann. Aber nächstes Jahr erst. Und, man weiß, dass es nächstes Jahr ist, hä? Herzlich, best wish. Genau. You. Ja. Aber der Name fehlt da, oder? Was steht da? Herzlich. Was muss ich nochmal am Bundesmoderator? Du kennst mich doch, hallo. Ja. Gaukel, das schmeiß ich dir vor, du kennst mich. Hast alle Sendungen gesehen. Ja, natürlich. Natürlich. Auf wer Fall. Merkt sich heute noch Namen? Hallo. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich auch, hier sein zu können. Ich weiß gar nicht, wo Sie reinstecken sollen, aber Sie kenne ich irgendwo aus dem Fernsehen. Reinstecken wollen Sie mich, das finde ich komisch, aber... Besser als wegstecken, ja, aber gut. Was machen Sie hier so? Haben Sie auch an dem Film mitgewirkt? Oder sind Sie auch so einfach so ein Gast, wo man sonst jetzt hier mal lecker flaniert und lecker isst? Ich freue mich, dass ich ein Gast sein darf und mir das anschauen darf, ohne heute Abend meine eigene Arbeit begutachten zu müssen. Na, wobei, was machen Sie denn, Regisseur? Nein, ich bin... Schmuckdesigner. Ich bin zwar auch Designer, aber ich bin Körperdesigner, wenn man so will. Ach so, Schönheitschirurg. Das, was man so schön als Schönheitschirurg bezeichnet. Ach, Sie sind von RTL 2, sind Sie das? Sie machen aus, was in der Fall, ja, Sie machen aus schön hässlich, aus hässlich schön oder umgedreht. Aus schön noch schöner. Ist das irgendwie wichtig heutzutage, Schönheit? Und vor allen Dingen, was ist schön? Wenn jetzt jemand kommt zu Ihnen und sagt, ich hätte gerne eine schöne Nase. Das ist natürlich ein bisschen oberflächlich, oder? Das ist extrem oberflächlich. Wir müssen erst mal gucken, was können wir denn überhaupt machen, das zu ihnen passt. Ja. Wir können nicht grundsätzlich eine schöne Nase zaubern. Ja. Wir können sie auch nicht grundsätzlich schön machen. Schönheit kommt ja von innen. Ist aber ja wirklich so. Aber ich meine, RTL 2 ist ja schon extrem hässlich. Und da kann man ja nur verbessern, sehr wahrscheinlich. Nein, also wir wollen jetzt nicht sagen, jemand ist extrem hässlich, denn... Das heißt aber so, also extrem schön, nicht extrem hässlich, das wäre noch besser. Sehen Sie? Sehr schön als hässlich. Also ich glaube, ich melde mich gleich nach dem Dreh bei Ihnen mal an. Ich muss ein bisschen so meine kleine Bauchstraffung haben. Ich habe auch so einen Höcker auf der Nase, kennt ihr ja. Das kriege ich auch so schlecht weg. Ich habe ein paar Instrumente dabei, da können wir gucken, was wir... Dann machen wir uns gleich mal schön, ja? Danke sehr, Herr Doktor. Gerne. Dr. Fatini. Aus Düsseldorf. Aus der Kühlklinik. Ja, genau, aus der Kühlklinik. Nee, nicht aus der Kühlklinik. Aus der Ästhetikklinik aus Düsseldorf. Ganz andere Liga. Ganz andere Liga. Da hängt ja noch jemand aus dem Fenster. Danke, tschüss, Herr Doktor. Herr Doktor, sag mal, Herr Doktor. Hey, guck mal, das ist der Vater. Ja, das ist der Vater. Ja, das ist ein cooler Sohn, den Sie haben. Ja, klar ist der cool. Noch eine schöne Schwester. Da. Ach, Schwester auch noch dazu. Ja, ist der Anna, ja. Ist das toll. Spart man heute auch Geld? Man geht hier umsonst essen. Ist das nicht toll? Ja. Finde ich auch, ja. Ja, doch, war gut. Doch lohnt sich so ein Abend, ne? Ja. Semmelrock, ich habe erst überlegt, worüber soll ich mit Ihnen unterhalten? Verkehrssünden, das Boot oder über den Film? Über Essen. Und Verkehrssünden. Ja, ich bin der Schirmherr aller Verkehrssünden. Also. Das macht Sie, glaube ich, sehr wahrscheinlich neben Ihrem Sohn, der coolste, der überhaupt auf der Party ist. Ja. Ist natürlich dröge, man macht die ja wirklich mit Honig ums Maul geschmiert, wird man hier, ja. Und alle sagen, ey, toll, ich habe die beiden kennengelernt. Hinter dem Rücken wurde die Bekloppte, ne? Ja, so ist das wahrscheinlich. Ist das so? Sehr wahrscheinlich. Nein, wir sind nicht so. Ihr nicht, aber die anderen, oder? Ja, und die ganzen anderen Reporter wahrscheinlich auch. Haben wir ihn schön, jetzt haben wir ihn in den Kasten, jetzt können wir abbauen.
Ja, die sind gut, ne? Das sind Sachen, die sind gut. Wir haben eben schon Spaß gehabt, wir beide. Wir beide haben Spaß gehabt. Er ist ja Komiker. Was machst du denn so? Also, was im Film? Worum geht's jetzt in dem Film? Ich spiele den Satan. Christine Kaufmann ist Gott, meine Frau. Und mein Sohn ist Baal, Uwe Fellensing. Und wir haben einen Vater-Sohn-Konflikt. Und er verstößt mich auf die Erde und ich sammle dann meine Fans, meine Anhänger. Und dann kommt er und will die Erde zerstören. Und darum geht es eben. Also typischer Vater-Sohn-Konflikt. Hört sich spannend an. Und ich denke, ja, es ist ein ziemlich verrückter Film. Ist halt, würde ich sagen, deutscher Science-Fiction-Horror ein bisschen. Ja, bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Also, auf welchen Platz kommt der Film? Ne? Ich weiß nicht, ich denke mal, man kann den schwer einordnen, der Film. Der wird auf jeden Fall ein Kultfilm. 12. Er sagt 12. Platz 12. Weiß ich jetzt nicht. Der wird sein. Das heißt ja nicht, dass die Qualität schlechter ist, wenn der auf Platz 1 ist. Also es ist auf jeden Fall, hat schon was. Also ein spezieller Film. Nein, nicht jeder Film, der auf Platz 1 ist, ist auch wirklich schlecht. Das stimmt schon. Also, ja, das muss nicht schlecht sein. Mir reicht, wenn ich Kredit habe. Das reicht mir schon. Genau, gib dem Semmelrock jetzt Kredit. Genau, das hat sich jemand bewährt bei mir. Ohne Zinsen. Ja, bitte. Ja. Gib mir alles, aber lasst mir den Kredit. Ja, das war's nun von unserer Promi-Veranstaltung hier aus Düsseldorf von dem Film The End. Ich war der Anfang vom Ende und jetzt ist auch Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wie gesagt, werdet einfach Fan bei uns auf Facebook, kommentiert und teilt eure Gedanken aus. Was kann ich hier besser machen, was kann ich schlechter machen, das dürfte ja kein Problem sein, das zu schreiben. Ja, und dann freue ich mich beim nächsten Mal, sehen wir uns dann wieder und bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal sage ich tschö mit den ganzen netten Chicks, ja, zum Schluss. Tschüss.